Sie kriegen an die Hand als Studierende zum einen, das liegt auch aus, das Studienverzeichnis für das jeweilige Semester, es wird immer aktualisiert. Sie kriegen an die Hand natürlich unser Reglement des Etudes, ja, also die Studienordnung. Sie kriegen an die Hand das Modulhandbuch, auch das haben wir, glaube ich, unten ausliegen, wo alle Module, alle Veranstaltungen beschrieben sind, was ist Ziel, was ist Inhalt. Sie kriegen an die Hand den Study Guide, der wird immer aktualisiert, der wird jetzt dramatisch aktualisiert werden zum Wintersemester. Who is who in Belval? Wo müssen Sie hin? Was müssen Sie machen? Wer kann Ihnen helfen? Wie finden Sie sich zurecht? Das steht alles da drin. Also ein total super Service, den ich auch von den anderen Unis, an denen ich zuvor war, in der Form echt nicht kenne. Ganz toll. Im Web haben Sie uns wahrscheinlich schon entdeckt. Da finden Sie die ganzen Informationen, die ich Ihnen gesagt habe, auf Französisch, Deutsch oder Englisch. Ja? Noch ein bisschen was zur Statistik. Wenn Sie angenommen werden, zeigt uns die Erfahrung, dass ungefähr 3 von 4 Studierenden, die den Bachelor anfangen, den auch erfolgreich abschließen. Das ist eine irre hohe Quote. Das ist eine wirklich hohe Quote. Hier sehen Sie die Studierendenzahlen und Sie sehen vom ersten zum zweiten Jahr, also erster Semester, dritte Semester, 78%, vom zweiten ins dritte 93% und vom ersten wandert es über die 3 Jahre zum Bachelorabschluss bei 72%. Gemessen über die 5 Jahre hier. So, wie beurteilen die Studierenden des BAP? Wir gucken nur mal hier drauf. Hier sehen Sie, wir werden evaluiert. Das heißt, wir selber stellen uns, also die Studierenden geben an, wie sie uns empfinden, wie sie es wahrgenommen haben, anhand dieser Fragen. Und was wir jetzt hier haben, das sind die positiven Antworten. Wir haben eine 6-stufige Antwortskala. Wir werten also jetzt nur aus, wie viel Prozent uns im positiven Bereich sehen. Und dann sehen Sie, das schwankt zwischen, das niedrigste ist hier 76,3 bis hoch über 90%, die uns positiv bescheinigen, dass wir gute Arbeit leisten. Der Kurs ist klar strukturiert, der Dozent ist engagiert und versucht Begeisterung zu wecken, der Kurs ist gut vorbereitet und so weiter. Ja? Das sind echt wirklich gute Zahlen. Da brauchen wir den internationalen Vergleich definitiv nicht zu scheuen. Jo, das ist auch tatsächlich überregional in der Zeit im März 2012, vor 3 Jahren, bestätigt worden. Es gab einen tollen Bericht in der Zeit über den Traum von einer Uni, wo auch der Bachelorstudiengang der Psychologie insbesondere hervorgehoben wurde. Wir sind eng verbunden, habe ich schon gesagt. Mobilitätssemester ist so der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, mit 24 Universitäten in Europa. Wir sind eng mit der Deutschen Gesellschaft für Psychologie verwoben. Wir gehören dem European Network on Psychology, Learning and Training an. Und hier sehen Sie die Standorte, wo Sie innerhalb Europas mit Hilfe des Erasmus-Plus-Programms hin könnten. Erasmus-Plus bedeutet, dass Sie in den meisten Fällen, ich kann nicht sagen in allen Fällen, finanzielle Unterstützung bekommen für Ihre Mobilität. Hier sehen Sie beispielsweise, wenn Sie nach Maastricht wollen, in die Niederlande, da haben wir 2 Plätze. Das heißt, wir können 2 Studierende dahin schicken. Jetzt kann es natürlich sein, hey, es wollen 3 oder 4 dahin. Und da ist es wirklich so, dass wir auch auf die Leistung gucken. Das heißt, die Leistung, die Sie bis da erbracht haben, wenn Sie hohe ECTS-Punkte bis dahin erzielt haben, werden Sie natürlich etwas höher gerankt. Das heißt, Sie werden bevorzugt gegenüber anderen, die nicht so gut waren. Leistung muss honoriert werden. Ja? Also hier sehen Sie die verschiedenen Unis, jeweils in Klammern mit der Anzahl der Plätze. Und im letzten, dieses Mal ist es so, dass wir mehr Plätze haben als tatsächlich Bewerberinnen und Bewerber. Aber wem Europa nicht reicht, ja, warum nicht? Dann nehmen Sie teil an dem Global Exchange Programm. Hier ist es mit der Finanzierung ein bisschen anders. Die Simone Heiderscheid steht unten am Stand. Sie können aber auch sich informieren weiter darüber, über den SAFE. Sie können weltweit gehen. Ja? Wir haben Kooperationsverträge beispielsweise mit der Université du Québec, mit der Université Laval in Quebec, ja? Also in Kanada. Sie können in die USA gehen, Sie können nach Südamerika gehen, Sie können nach Asien gehen. Wir haben jetzt eine Studentin, die ist an der Sophia University in Japan. Ja? Sie können, das ist ganz neu, Sie können nach Istanbul gehen, ja? In die Türkei. Okay, jetzt hatte ich die ganze Zeit schon gesagt, das ist nur ein Baustein, der Bachelor.
und Sie sehen, über Master, über das Doktorat können Sie weitergehen. Seit einem Jahr bieten wir an den Master in Psychology. Das heißt, Sie können bei uns weiter studieren, könnten, wenn Ihre Leistungen gut sind, weil dann geht es wirklich um Leistung. Da gibt es viele, viele Bewerberinnen und Bewerber und da wird ausgewählt. Und Sie können, wenn Sie den Master abgeschlossen haben und in einem klinischen Kontext arbeiten, zusätzlich einen professionellen Master machen in Psychotherapie. Ja? Okay. Alumnis, wir haben ein Alumni-Netzwerk. Erfreulicherweise erinnern sich sehr, sehr viele Studierende sehr gerne an die Zeit zurück und sind in diesem Alumni-Netzwerk, also noch miteinander in Kontakt.